So, moin zusammen. Neue Aufgabe ist da. Nutze den Beast in verschiedenen Matches. Also, ganz simpel gesagt, das sind halt diese Roboter, die vom Himmel kommen. Wir versuchen das Ganze jetzt einfach mal in Gruppenkeile, würde ich sagen. Und wie gesagt, du musst halt nur fünfmal in so ein Ding einsteigen. Ganz simpel. In fünf verschiedenen Runden halt. Also nicht in einer Runde fünfmal, sondern wirklich schon fünf Runden jeweils einmal. Ist eigentlich ziemlich simpel, aber ich finde diese Dinger so OP. Ich finde sie einfach übertrieben. Ich weiß nicht, das ist genauso wie die Flugzeuge damals. Das ist irgendwas auf der Map, du siehst es und denkst dir, oh nein, geh weg, geh weg. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. So, wir gucken jetzt mal gerade, wo wir sind. Komm, gib das. So. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Oh, ich wollte gerade sagen. Erstmal stumm schalten. Ah, er ist schon weg. So, dann müssen wir halt auf der Minimap jetzt drauf achten, wo die landen werden. Die Sache, ich habe jetzt schon mehrere angeguckt, aber ich denke mal, Gruppenkeile wird wahrscheinlich das Simpelste sein. So. Man kann schon. Wo wird er landen? Ja, beide auf seiner Seite. Mal, dass ich einen krieg. Das Problem ist, in Gruppenkeile, du kannst ihn halt nicht komplett steuern. Also das ist halt echt der einzigste Nachteil. Dauernd wieder so. Ich wollte gerade sagen, der war doch hier. Jetzt hoffe ich nur, dass ich reinkomme. Ja, wenn ich mit dir komme, ist mir auch egal. Hauptsache, ich darf mit rein. Gut. Ach, er ist ein Geschütz, toll. So, aber mal egal. Hat es jetzt eigentlich gezählt? Ja, wie ihr seht, 1 von 5. Also im Prinzip könnt ihr jetzt aus der Runde rausgehen und das war's dann. Das Ganze 5-mal gemacht und schon hat man das Ganze. Ja, ich kann den Sitzplatz nicht wechseln, wenn er geht ein. Boost. Machen wir mal den Roboter-Fight hier. Achso, ich habe ja auch aufstampfen. Zack. Aufstampfen. Hey, ich bin in aller Richtung. Komm her. Wieso stampft der nicht? Da muss der Fuß echt genau unter dem Seite raus. Zack, auch tot. So, wie gesagt, das Ganze müsst ihr halt in fünf verschiedenen Runden machen. Eigentlich ganz simpel die Aufgabe. Oh. Hier ist schon mal ganz schlecht. Ich mache aber die Runde noch simpel zu Ende. Wie gesagt, ich mache es halt ein bisschen anders als andere YouTuber. Ich zeige euch nicht nur kurz so und so und dann ein Video zu Ende, sondern einfach ganz entspannt die Runde noch zu Ende spielen. Aber was ich halt auch gesehen habe, wenn man da auf den Kopf. Ah! Aber wie ihr seht, das Schild hat schon Macken bekommen. Ihr müsst halt echt auf diese rote Kuppel zielen, wenn da einer drin ist, weil so kriegt ihr den da rausgeholt. So, ich brauche überhaupt mal irgendwas an Waffen. Damit wir die Runde einigermaßen normal spielen können. Ich guck gerade, ist der drin vom Spiel genau. Ja. So, dann. Wie gesagt,
gesagt, bei Rette die Welt hätte ich natürlich auch noch wissen, was zu machen. Jetzt am Wochenende. Also wie gesagt, wer noch keine Rente die Welt hat, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Das Spiel ist einfach eine simple Abwechslung. Und ich muss sagen, also es ist besser als bei anderen Multiplayern, also wenn man mit welchen zusammenspielen muss, weil man es alleine halt noch nicht kann. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also es gibt kaum Leute, die wirklich da rumflamen oder halt einfach gar nichts machen. Das ist eigentlich echt geil gemacht. Und wenn man sich überlegt, wie viele kleine Kinder in Anführungszeichen das Spiel spielen. Aber natürlich hatte ich auch schon das Paradebeispiel, ich habe eine Runde gespielt und ich hatte einfach gar nichts. Also ich hatte drei Leute, die haben einfach nur dumm rumgestanden und haben rumgebaut. Danach habe ich ihm die Baurechte entzogen, aber das hat die dann auch nicht wirklich interessiert. Ich habe einfach nichts gemacht. Zack, zack, zack. So, aber das Gute ist, ich habe schon mal den ersten Kill gemacht. Also wie gesagt, so könnt ihr auch ganz simpel eure Kills machen. Ich glaube, davon müssen wir ja auch 5 machen, ne? Ja, 5 Kills muss man damit machen, also ist genauso simpel eigentlich. Und ein Gruppenkeil ist einfach so, da spielen die Leute einfach anders. Da. Ist einfach total entspannt, kein Stress. Außer Paare, wenn sich zwei natürlich treffen, die bauen die Weltmeister. So, 11 zu 13 stehen wir. Gucken wir mal, wo die Gegner sind. Da hinten ist der erste. Natürlich. Wenn ich dann anderen zugucke, ey, die hätte man da zweimal drauf, Gegner tot. Wenn ich das mache, nix. Alles klar, jetzt haben noch alle Schild. Guck mal, ob ich den einen hier erwische, der hier war. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo denn hin? Aber danke. Das waren eigentlich meine 2 Kills. So, gucken wir mal hier im Art, da vorne kommt glaube ich noch einer. Da kommt die Hilfe von ihm. Na, ich bin doch drauf. Also manchmal. Das ist halt das, wie gesagt, was mich wundert bei anderen. Die hämmern da drauf, genauso. Da war aber keiner mehr. Wie gesagt, die Hämmern drauf, zack, 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 3, 4 Treffer, tot. Und bei mir? Nee. Hat der Gegner den? Ja, das ist einer von uns. Zack. Aber was halt wirklich stimmt, wenn man Hockey geht, das macht halt so viel aus. Er macht da Auge. Ach, der da oben. Da, ich bin voll auf ihn drauf. Mann, 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 ey, manchmal echt. Ich mit meinen 12 Leben.
ich als Bauautist. Ah, was willst du noch machen jetzt? Ja, von allen Seiten übertreibt es doch. Irgendwann ist vorbei. Und dann bin ich auch nicht Bob der Baumeister. Aber ganz ehrlich, 8 Kills zu jetzigen Zeitpunkt sind für mich eigentlich schon recht gut, finde ich. Ach, ey, Fahrzeugkills. Stimmt, die muss ich auch noch machen. Trotzdem habe ich dich. Arsch. Weil er findet natürlich einen Rocket Launcher. Ja, die Panzerfaust. Keiner, der sich im Baum versteckt. Hier sind gefühlt alle von denen. Ich habe nur noch 53 Schuss. Ach, wer macht jetzt da oben? Ach ja, übertreibst du. Ich habe echt zu wenig Munition, fällt mir gerade mal so auf. Muss gleich mal einen Loot-Drop finden oder. Wo will er hin? Gucken wir mal, ob mir. Was ist los mit mir? Ich sehe keinen einzigen Gegner, das wird schlecht. Oh. In dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, hat er schon die Pump rausgeholt. So, aber jetzt nochmal zurück zur Aufgabe. Wie gesagt, einfach in das Ding einsteigen. Und schon hat man das. Also man muss keinen Kill machen damit oder so. Ich habe gerade in dem Moment gedrückt. Du Arsch. Wie gesagt, einfach einsteigen, nächste Runde starten. Man kann es auch direkt abbrechen. Nein! Was hat der denn gebaut? So. Gewonnen. Wie gesagt, einfach einsteigen, Runde beenden. In Gruppenkeile könnt ihr einfach beenden. Also nicht wie ein Solo oder so. Ihr müsst euch nicht umbringen. Einfach rausjoinen, neu rein. Versuchen, das nächste Ding zu kriegen und so das Ganze halt 5-mal. Ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen. In dem Sinne, haut rein. Wenn ich jetzt mal die Aufnahme stoppen könnte.